viel Spaß bei den Migos. Danke dir. Danke. Guckst du es dir an? Nee, ich hab die schon zweimal gesehen, aber die verschwörst du. Ah, ich hab die schon zweimal Bruder, gesehen. Bruder, du weißt. Found Germany, hiphop.de, you already know what it is, your boy Montana. Auf einmal kam der um die Ecke und hat mir so eine Pflanze aus diesem Blumentopf rausgerupft. War witzig. Und mir die geschenkt und meinte so, ja, die habe ich frisch gepflückt für dich. Und ich denke mir so, ja, danke, können wir jetzt ein Interview machen? Jo, wir sind noch hier am ersten Tag vom Open Air Frauenfeld 2018. I'm chilling with my homegirl Anita. Hey! Over here, how you doing? I'm here with the OG, Hip Hop DE Legend, you already know what it is. You know ich hab schon up, ich hab so you viele Ami-Interviews heute gemacht, dass ich schon so anfange zu reden wie die. Aber alles ich cool, nicht. Ja? Cool, und over there. What's up? Straight from Fifi Jungle, mitten im Ruhrpott, hier at Frauenfeld Festival. You know what it is, man. The Magenta Music, French Montana with 5x Platinum. I see you. Yeah. Das ist der typische Ami-Shoutout-Swag, den ich gerade gemacht habe. Du sagst denen so, ey, yo, kannst du bitte Shoutout machen für Frauenfeld, Pharrell Williams und America. Also, Frauenfeld, Pharrell, America, you know what it is, huh? Und dann hast du einen Shoutout. Ein French Montana, ne? Das war ein French Montana. French Montana war gerade auch hier, das war der letzte Arbeit für heute. Wir haben so ein Wyoming-Level erreicht. Dass er ist am Handy, ich guck so, wenn wir Nachrichten abschreiben. Ich komm grad rein, ich guck hier richtig auflaufen. Ne? Quavo, Takeoff, alle chillen mit French, mit Joey Badass. Ich guck Ruth so am Handy. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass sie eine Versammlung hier machen. Das ist Meeting hier. Gipfel. Warte mal, nach deutscher Ordnung, Ordnungsamt, ist das doch Versammlung. Hey, Lack, hört auf! Frauenfeld, Germany, hiphop.de, you already know what it is, your boy Montana. Huh? This guy here. Magenta Music, we 5x platinum, baby. Thank y'all. You know what I mean? Thanks to all the fans. You know what I mean? Thanks to y'all for making it happen. Much love. Aber er wollte sehr gerne J. Cole gucken. Ja, ich wollte. Wir haben den auch schon oft gesehen. Nur vor 2 Jahren sollte der genau die Show machen. Halt abends, Headliner und so. Da kam der zu spät. Da musste er mit einem Privatjet kommen. Dann ist er um 1 Uhr nachts aufgetreten. Hat dann nicht mehr so richtig einen interessiert. Weißt du noch, haben wir das nicht zusammen geguckt auch? J. Cole und abends. Und deswegen jetzt halt Headliner, Alter. Und J. Cole ist einer der nicesten Live-Acts gerade im Game. Also ich habe den oft gesehen in Köln, wenn er hier war. Immer eigentlich. Und ja, das ist bestimmt geil da gerade. Aber egal, Magenta Musik-App, Livestreaming. Ist das auch später abrufbar eigentlich? Ja. Bestimmt, ja. Ich weiß nicht, ob alles, aber es gibt eine Mediathek. Na, du musst das ja wissen. Du bist ja hier. Ja. Anita ist ja, wie ihr inzwischen wahrscheinlich wisst, für Magenta Musik unterwegs, zusammen mit Ruth. Gewisse Teile und gewisse Interviews wird man da auf jeden Fall dann noch wiederfinden. Ich habe da ja schon, wie ich glaube schon in einem Vlog erzählt habe, mir Bodycount reingezogen. Habe ich im Livestream gesagt. Wo waren die in Deutschland? Die waren bei Rock am Ring. Boah, und Bodycount, die Rockgruppe von Ice-T. Bruce und ich sind damit aufgewachsen, getrennt voneinander. Da kannten wir uns noch nicht. Wir kennen uns bestimmt 10 Jahre, aber so lange dann auch noch nicht. Und ja, als ich mal geguckt habe, was macht denn Magenta Musik, so habe ich mir das mal reingezogen. War schon... Bodycount in the house, Bodycount. Warum kanntest du French Montana schon? Ich kannte French Montana aus L.A. Also ich war früher oft in L.A., auch über eine längere Zeit. Und da hat man so einige Leute getroffen, kennengelernt, unter anderem auch French. Deswegen, er hat sich auch angeblich erinnert, so, aber es ist schon ein Jahr her, so, deswegen weiß ich... Könntest du das nochmal ein bisschen ausführen? Man hängt einfach so in L.A. und dann kennt man einige Leute. Ja, also eigentlich hat sich das ergeben, weil ich ja halt auch Tänzerin war und dann habe ich halt Classes genommen im Millennium Dance Complex in L.A. Das kann passieren, dass man dann dadurch Tänzer trifft, die für gewisse Künstler tanzen. Ja. Und dadurch war alles ein bisschen strange. Ich weiß, ja. Du bist nicht so auf dem... Party und ich muss alle Rapper kennenlernen. Nee, ich bin eher so diejenige, die um 22 Uhr nicht mehr antwortet, weil sie schlafen ist. So. Was war da los mit Joey Badass und dieser Topfpflanze? Boah, Leute. so während ich so das überhaupt erzähle, so unangenehm. Ja, aber Joey Badass, ich brauchte ihn eigentlich fürs Interview, für Magenta Musik 360 oder Magenta 360 Musik, wie auch immer. Wir wollten ihn unbedingt interviewen, wir brauchten ihn auch, weil er auch im Livestream gezeigt wurde, aber dann war das immer ein ewiges Hin und Her und auf einmal kam der um die Ecke und hat mir so eine Pflanze aus diesem Blumentopf rausgerupft. War witzig. Und mir geschenkt und meinte so, ja, die habe ich frisch gepflückt für dich und ich denke mir so, ja, danke, können wir jetzt ein Interview machen? So. Aber nein. Und war der ganz traurig, weil ich nur an Arbeit gedacht habe, was natürlich auch mein Job hier ist, also, ne? Immer professional bleiben, das hat ihn dann ein bisschen traurig gemacht, dass es mir nur um Arbeit ging.
War sehr witzig auf jeden Fall. Vor allem, weil es Anita nicht übers Herz gebracht hat, diese komische Blume dann einfach mal wegzuschmeißen. Ja, das war so. Und eine halbe Stunde mit dieser ausgerupften, 2 Meter langen Blume durch die Gegend gerannt ist. Ja, und irgendwann so dann endlich so unauffällig so wieder in den Topf und weg damit. Danach haben wir sehr viel am Snipe-Stand gemacht. Wir haben, was ihr wahrscheinlich gesehen habt, gestern in dem Video Basketball gezockt. Also ich habe nicht Basketball gezockt, ich habe moderiert, wie ihr Basketball zockt. Du hast übrigens extremst gut moderiert, Alter. Danke. Ich wusste gar nicht, ob du so der Rampensau-Typ bist, der so hier gewinne, 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 wer will noch mal, wer hat noch nicht, jetzt hier, gewinne, bla. Ja. Aber du hast das auf jeden Fall straight durchmoderiert, das ganze Game die ganze Zeit. Ja, vielleicht werde ich ja noch Bela Reti-mäßig. Obwohl Fuß lieber. Aber fußballmäßig wurdest du ja schon... Ja, das ist sehr kontrovers. Da müsste ich meine Meinung ein bisschen zurückschrauben an der Stelle. Genau. Nicht in Zukunft sagen, welcher deutsche Spieler scheiße spielt. Auf die Bank muss, ja. Morgen ist auf jeden Fall Belly, Playboy, Cardi, Lil Uzi, Rin, Eminem, Chill und Abdi, Bowser. Also morgen ist auch ordentlich. Morgen habe ich vielleicht auch mehr zu tun, dass ich auch mal ein Interview machen kann. Habe ich sehr viel Bock drauf gehabt. Ich habe mich heute noch schön vorbereitet auf A zum J. Dachte, ich nutze die Gelegenheit mal, um ein A zum J Interview zu machen. Bin dann leider am Manager abgeprallt und dann gab es leider doch kein Interview. Also, Freunde, während Migos im Hintergrund läuft, chill ich hier mit A zum J. Was geht, was geht? Es geht. Warum schaust du dir die Migos nicht an? Weil ich jetzt direkt auf dem Weg eigentlich bin. Ich bin wirklich jetzt direkt auf dem Weg. Wie war dein Auftritt? War gut? Mega geil, mega geil. War richtig gut, hat sehr viel Spaß gemacht. Letztes Jahr, sag ich schon, vor 4 Jahren, vor 15 Leuten hier gestanden. Ja, aber ne, sah diesmal geil aus. Kontinuierlich, ey. Ja, auf jeden Fall. Ey, man muss halt einfach dranbleiben, aber... hat sehr viel Bock gemacht, war sehr schön. Glaube ich nicht. Endlich mal einen guten Auftritt in der Schweiz gehabt. Geil, Digga. Ey, hab ich dich aufhalten. Ey, viel Spaß bei den Migos. Danke dir. Guckst du es ja? Nee, ich hab dich schon zweimal gesehen, aber die verschwörst du. Ah, ich hab sie schon zweimal gesehen. Bruder, du weißt. Okay, sorry. Ich würde gerne das sagen können, aber ich hab sie noch nie gesehen. Zieh dir rein, viel Spaß. Ist es gut? Es Party auf jeden Fall, Turn Up. So. Ich meine, es ist Skills. Mäßig krass, aber wenn du die Songs feierst und so, dann. Ich bin jetzt nicht für Double Time Parts gekommen. Ja, eben. Turn up. Ja, wir sehen uns. Ciao. Du hast Ski Mask the Slump God gemacht. Ja, Mann, Ski Mask, ey, der war so cool drauf, ne? Hätte ich wirklich gedacht, ich hatte so ein bisschen mulmiges Gefühl, so, weil ich jetzt nicht wusste, wird das gut, aber halt auch mit Ex und so, was passiert ist, keine Fragen darüber erlaubt, ist ja, kann ich auch voll verstehen. Aber letztendlich, der war so positiv, so eine gute Energie. Wir hatten so viel Spaß im Interview. Also der war ja auch hier sehr locker drauf, wie er die ganze Zeit hier rumgerannt ist. Hatte die abgefahrensten Klamotten überhaupt hier an. Aber ey, sein Durack war fresh. Sein Album ist auch übertrieben abgefahren, Alter. Aber sehr interessant und nice auch. Und geil, dass das geklappt hat auf jeden Fall. Mhm. Das war für Magenta, aber ich glaube, wir strahlen das wahrscheinlich auch bei hiphop.de aus. Ich habe es noch nicht gesehen, aber du meintest, der ist voll gut gelaufen. Ja, also der war echt cool drauf, hat auch viel geredet, also der war gesprächig. Also war echt besser, als ich hatte so ein bisschen Angst. Und Bruce Angst, hat dir geile Tipps gegeben. Ja, ich habe Bruce vorher gefragt so, und dann meinte er, ey, mach einfach ganz oberflächlich, ganz auf ruhig, mach dir keinen Stress. Und den Tipp habe ich angenommen, dann hat es auch gut geklappt. Alter. Deswegen danke, Bruce Baby. Pharrell im Hintergrund immer bei uns übrigens. Ne? Ja. Sehr, sehr gechillter Dude übrigens. Der war mittags hier quasi, also nachmittags. Und ist hier ganz normal rumgelaufen, also ohne Security oder so rumgelaufen. Es gibt ein Foto auf Instagram, das kann Phil vielleicht hier einblenden. Da haben Gali, der italienische Rap-Superstar, Pharrell und ich da gechillt, haben geredet. Gali hat Pharrell gefragt, ey, kann ich dir Musik von mir zeigen? Und Pharrell so, ja klar, hast du USB-Stick dabei und so? Gali so, ey, ruft so seinen Produzenten, er so, ey, hast du USB-Stick? Der Pharrell so, ja, gib mir einen USB-Stick und so. Also super easy, wir haben kurz mit ihm geredet, der ist dafür, dass der Pharrell ist, so, weißt du? Frag jeden Rapper auf der Welt oder in den USA, wer hat dich inspiriert? Sag 3 Namen, da ist immer Pharrell dabei, weißt du? So, und dafür ist krass, dass der hier so frei rumläuft und einfach sich gar keine Allüren und Filme fährt. So, super nice, Mann. Das Frauenfeld hat halt so einen Backstage, wo wenig der Leute tatsächlich reinkommen. Ja, so. Wir waren ja auch mal hier, wo wir hier halt gar nicht reingekommen sind, als wir damals hier noch gar keine Koop hatten. Da waren wir auch mal akkreditiert. Du warst da. Ich war hier mit Bruce, mit einem Kollegen von Fu, mit einem Kollegen von mir. Dann sag mal das Line-Up, bitte. Eminem, Nas,
Jay-Z. Echt? Oder? Auch? Ja. Digga. Eminem und Google. Weißt du, woran ich mich noch erinnere? Wie, es gibt so einen Bach am Frauenfeld. Der ist irgendwo da, glaube ich, gefühlt. Keine Ahnung. Wir haben gecampt auch. Wir haben dann einfach gesagt, okay, arbeiten ist hier nicht. Wenn man nicht richtig professionell das angegangen ist, braucht man jetzt auch nichts mehr checken. Und haben uns dann gedacht, okay, dann haben wir halt einfach Spaß. Und wir haben da so gezeltet irgendwo und so Carcamping-mäßig, so Auto neben dem Zelt, dies, das. Und wir haben es war wie meistens dieses Jahr ausnahmsweise nicht mein erstes Frauenfeld, wo es nicht Schweine heiß nur ist, sondern auch mal regnet. Heute, ja, stimmt, stimmt. Heute. Und ich erinnere mich gar nicht mehr an die Auftritte. Ich erinnere mich noch daran, wie ich mit Roos und mit den ganzen Kollegen in diesem Bach wir geschwommen sind und keine Ahnung, Alter, wir einfach da gechillt haben und Spaß gehabt haben, Alter. Das wäre vielleicht sogar fast das beste Frauenfeld, Alter. Obwohl das sonst auch nice war. Und dieser Backstage ist da tatsächlich nicht, also der ist nicht so riesig groß und so weiter und es ist eine etwas exklusivere Stimmung im Vergleich zu anderen Festivals. Es ist hier auch so eine kleine Wohlfühloase für die Stars, was hier so kreiert wird, weil es gibt Drinks ohne Ende, es gibt geile Drinks, es gibt hier so Couches, die Stars und irgendwie bist du auch gezwungen, also hier hinten sind die Container, wo die Stars halt quartiert sind, aber da ist halt dunkel und die Container sind recht klein, das heißt, wenn du Stimmung haben willst und Spaß haben willst, musst du zwangsläufig hier in diese Wohlfühl-Lounge, dadurch, dass hier auch nicht alle Stars dadurch, dass es hier auch so exklusiv ist, weißt du, ist halt auch so ein bisschen so, dass die das Gefühl haben, wenn du hier bist, kannst du kein Komplett-Spasti sein. Weil dann genau, du wirst hier nicht voll bombardiert mit dann, Selfies, mehr Fies, generell. Genau, sonst dann wären die Leute dann, die sind dann wie wir damals noch im Bach. So. Wir sind die nervigsten hier auf jeden Fall im Backstage. Ja gut, so viel dazu. Morgen jetzt. Morgen geht's bald weiter. Geht's nach Hause. Morgen sind wir ab Mittags wieder hier. Du machst wieder Magenta Musik 360. Aria und ich fangen wieder an bei Snipes, spielen Basketball, spielen Hip-Hop-Quiz. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall, das war's vom ersten Tag. Also ein sehr guter Kommentar. Bei Minute 5:5, wo Toxic Basketball spielt, fragt man sich ja, ob Toxic trifft. Ich war nicht ganz scheiße übrigens. Ich habe schon ein paar Mal getroffen. Gab schlechtere als du, Alter. Ohne Namen nennen zu wollen, könnt ihr ja dann im Video sehen. Aber ja, guter Jonas. Ja, morgen wird wieder weiter gestreamt. Peace. Genau. Peace out.